Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Das hier wird ein kleines Update und ich habe eine riesen Bitte an euch und jede Menge Neuigkeiten, also es lohnt sich dran zu bleiben. Los geht's nach dem Intro. Wie gesagt, ich habe eine Bitte an euch, die folgt, also die kommt jetzt am Anfang direkt. Und zwar mache ich mit beim Keimling Blog Award 2014. Da können Foodblogs, die sich mit dem Thema vegan oder mit dem Thema Vollwerternährung beschäftigen, gewinnen oder halt in eine weitere Runde kommen, so eine Auswahl. Also es sind so mehrere Stufen, dann als nächstes entscheidet eine Jury. Aber als erstes entscheidet ihr und deswegen brauche ich eure Hilfe, da erstmal in die nächste Runde zu kommen. Das würde mich mega doll freuen, wenn ihr auf www.keimling-award.de/ruhrpottvlog geht. Ich blende euch das hier gerade ein, da könnt ihr auch draufklicken oder ihr klickt in die Infobox und kommt dann darüber dahin und könnt dann dafür mich abstimmen. Bitte, 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 das wäre wirklich super. Weil ich habe ja wirklich noch nie bei sowas mitgemacht. Ich finde das absolut grandios, wenn ihr mir da helfen würdet, in die nächste Runde zu kommen. Und wir das einfach so gemeinsam als Community schaffen würden. Das fände ich wirklich absolut Hammer. Wenn ihr dann schon mal auf der Seite seid, könnt ihr direkt auch noch jede Menge andere super Vlogs und Blogs da entdecken. Zum Beispiel Freude am Kochen ist auch mit dabei. Das ist ja eine österreichische Food-Bloggerin. Die verfolge ich schon seit Ewigkeiten bei Instagram und gucke auch immer wieder auf ihrem Blog vorbei und so. Also da sind aber auch noch zig andere Leute. Ich habe mir das bis jetzt nur ganz kurz angeguckt. Wer sonst noch so dabei ist, das werde ich dann gleich nochmal in Ruhe nachholen. Aber ich bin halt auch dabei. Deswegen, falls ihr möchtet, dass ich weiterkomme, stimmt da einfach mal für mich ab. Das wäre mega genial. Und was ich da gewinnen könnte, wäre dieses Teil hier, und das habe ich ja seit 2 Monaten zum Testen. Ich werde euch das auch in den nächsten Tagen nochmal genauer zeigen, deswegen steht das hier im Hintergrund auch schon. Ich darf das aber nicht behalten, noch nicht, es sei denn, ihr bringt mich dazu, da zu gewinnen und dann darf ich das behalten. Ansonsten muss ich das wieder abgeben in 14 Tagen und ich könnte heulen, weil das ist wirklich so ein tolles Teil, der Vitamix. Ich zeige euch den halt, wie gesagt, in den nächsten Tagen auch nochmal ganz ausführlich. Ich habe da auch schon so ein bisschen was vorgedreht und muss das jetzt halt noch schneiden. Ich erkläre euch auch gleich, was das hier mit diesem Verband noch auf sich hat. Ich bin aber überlegen, mir den selber sonst zum Geburtstag zu schenken. Der ist halt relativ teuer, aber der ist wirklich sein Geld wert und ich möchte den eigentlich nicht mehr abgeben. Deswegen, ich habe ja im August Geburtstag. Entweder ihr schenkt mir das zum Geburtstag, indem ihr für mich votet, oder ich muss mir das selber irgendwie mit meinem Geburtstagsgeld, was ich vielleicht geschenkt bekomme oder sowas, dann sparen und bezahlen und so, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Als Student ist das halt so ein bisschen schwierig, sich so teure Sachen zu kaufen, aber ich liebe den wirklich total. Ich habe den in den 2 Monaten, die ich den jetzt hatte, jeden Tag benutzt tatsächlich. Das wird eine schwierige Zeit ohne, wirklich, muss ich euch echt sagen. Ja, was ich in den nächsten 10 Tagen mit euch machen möchte, oder also das kommt jetzt nicht direkt morgen, sondern es kommt nächste Woche, glaube ich, fängt das dann an. Ich möchte mit euch Green Smoothies machen und zwar entgiften mit 10 Tage entgiften mit Green Smoothies. Kann man eigentlich nicht so richtig entgiften und entschlacken, das macht der Körper von ganz alleine. Aber man kann ihn auf jeden Fall dabei unterstützen mit ganz vielen Antioxidantien, die zum Beispiel halt in so grünen Sachen drin sind, wie ich habe hier Babyspinat zum Beispiel für den heutigen Drink, den ich gleich dann noch drehe. Oder halt auch, indem man so Sachen nicht presst, sondern ganz reingibt und dann da diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe, die so in den Zellen drin sind und so, mit drin lässt und vor allen Dingen so Hochleistungsmixer kriegen das viel besser hin als normale. Ich werde euch innerhalb der 10 Tage auch probieren, endlich diesen Vitamix 800 Euro gegen Philips 80 Euro, der steht halt hier im Schrank, dass ich euch das dann auch nochmal zeige, damit ihr seht, was das so im Vergleich besser kann, weil der ist nämlich wirklich der absolute Kracher. Ja, auf jeden Fall machen wir da halt Green Smoothies die nächsten 10 Tage. Da werde ich euch dann auch nochmal so ein bisschen was mehr zu Green Smoothies und der Wirkung auf den Körper erzählen können und so hoffentlich. Ansonsten war ich ja in Berlin am Wochenende und da ist so viel passiert. Ich habe versucht, die Kamera mitzunehmen und für euch so viel es geht mitzufilmen. Wir waren halt nur 48 Stunden vor Ort, wollten halt auch so ein bisschen, also Felix und ich, wenn ich wir sage, sind immer Felix und ich gemeint. Felix möchte ja nicht vor die Kamera, deswegen ist er halt auch in diesem Follow Me Round nicht zu sehen. Aber wir haben da halt wirklich so viel versucht reinzupacken in diese 48 Stunden, die wir vor Ort waren. Wir haben eine Freundin von Felix halt besucht, eine ganz alte, die er schon ewig kennt, lange, lange nicht gesehen hat. Das habe ich halt nicht mitgefilmt, weil das privat war. Aber ich habe euch halt sonst Sachen mitgefilmt. Die Fanmeile haben wir zum Beispiel gesehen. Wir waren oben auf der Siegessäule
Und wir waren bei jemand ganz Besonderem zu Gast. Das werdet ihr dann in meinem Following Around sehen. Ihr habt, der ein oder andere hat es vielleicht auch schon bei Instagram gesehen, weil da habe ich halt zwischendurch schon Fotos gepostet. Und da war halt auch die Küche von diesemjenigen zu sehen. Also geht sonst auf Instagram, instagram.com/fruportvlog, da könnt ihr mir folgen. Da poste ich halt fast täglich ein Foto mindestens. Ja, ansonsten zu diesem Arm hier nochmal. Ich habe durch das viele Arbeiten schon seit 10 Tagen immer wieder Schmerzen im Handgelenk gehabt oder halt hier in diesem Gelenk hier. Und das wanderte dann halt runter und ist inzwischen hier angekommen und das wird wahrscheinlich eine Sehnenscheidenentzündung sein. Deswegen ist das im Moment lahmgelegt, so ein bisschen, mit ganz viel Voltaren irgendwie Salbe drauf und morgen habe ich einen Termin bei einem Spezialisten, der dann entscheidet, ob das eine Sehnenscheidenentzündung oder eine Sattelgelenksarthrose ist. Was in meinem Alter ungewöhnlich wäre, deswegen gehe ich eher mal von der Sehnenscheidenentzündung aus, die dann auch wieder weggeht. Also ich mache mir da im Moment noch nicht so Sorgen, aber ich muss halt sehr darauf aufpassen, kann ich so viel schneiden, auch am Computer und so. Davon kam das halt auch so ein bisschen, unter anderem, ich habe halt auch sonst viel auf dem Handy getippt und viel gearbeitet und so. Deshalb bin ich leider so ein bisschen überlastet und gehandicapt im Moment. Ich probiere aber für euch, weil vor der Kamera stehen geht ja trotzdem, halt wenigstens diese 10 Tage Green Smoothies jetzt in den nächsten Tagen zu filmen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann dazu und vorher hoffe ich, dieses Berlin-Ding noch fertig schneiden zu können. Da muss ich halt immer wieder Pausen machen und gucken, dass ich viel mit links schneide und nicht so viel mit rechts. Das müsste eigentlich auch gehen. Ja, ansonsten war es das hier für dieses Video. Ich hoffe, ihr geht auf keimling-award.de/ruportvlog und stimmt da für mich ab. Das wäre riesig. Ich habe bis jetzt 15 Votes und andere haben schon 320 oder sowas. Und das ist erst seit 2 Tagen online, das Ganze. Also bitte, bitte gebt da Gas und zeigt den Leuten, dass YouTube auch eine Blogart sein kann, die ganz viel Zuspruch bekommt. Und vor allen Dingen mein Kanal, ich stecke da ja schon viel Arbeit rein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Und ja, ansonsten geht es halt hier die Tage weiter mit 10 Tage. Green Smoothie Entgiftung und lecker, lecker. Also die sind wirklich mega lecker, kann ich euch schon jetzt sagen. Ich habe schon 3-4 Tage vor Berlin gemacht. Jetzt fange ich wieder von vorne an, weil da diese Unterbrechung drin war und ich das Ding Vitamix nicht mitschleppen konnte. Aber naja. Ansonsten bla bla bla. Ich höre jetzt endlich auf zu reden und verabschiede euch bis morgen wahrscheinlich oder übermorgen. Mal gucken. Bis dahin. Tschüss.